Nach 550 Seemeilen ist das Ding da gerissen. Wir haben jetzt so eine Nothilfe mit irgendwelchen Schäkeln da gebaut uns. Aber ja, Mechaniker zum nächsten, beziehungsweise versuchen wir welche zu finden. Also wir haben jetzt erst hier in Le Marie. Das Problem, wir haben ja mitbekommen, nach 550 Seemeilen ist das Ding da gerissen. Wir haben jetzt so eine Nothilfe mit irgendwelchen Schäkeln da gebaut uns, aber man merkt halt schon, dass das nicht ganz so fest ist. Wir können am Montag starten von hier aus. Wir sind gerade auf Barbados und sind ungefähr in einem Tag, also in zwei Tagen können wir da oben sein. Das heißt nächste Woche Dienstag. So, es geht nach Martinique, nach La Marine, weil wir eine ganze Menge an Sachen hier auf der Überfahrt defekt gegangen sind. Angefangen vom Rig über das Segel. Der Außenborder funktioniert nicht mehr so richtig. Und La Marine bietet halt eine ganze Menge an Möglichkeiten. Viele Firmen sind da vor Ort und wir hoffen da unsere Probleme alle lösen zu können, dass das Rig in Ordnung gebracht wird und dass das Segel wieder klar ist und dass der Außenborder wieder läuft. Und wir lassen uns überraschen von Frankreich, Euroland. Unser Handy funktioniert ganz normal wieder und wir können mit Euro bezahlen. Beste Voraussetzung für einen guten Refresh. Wieder in Port St. George. Wir hatten ja kurz einen Ausflug nach Austins gemacht und wir wollen jetzt ausklarieren. Leider nicht ganz so einfach, da die zwei Jungs, die mit uns hergekommen sind, im Hotel sind und eigentlich über dem Flughafen auschecken. Aber das geht wohl hier nicht. Die müssen jetzt auch noch zur Marina kommen und hier auschecken. Deswegen warten wir jetzt noch gerade einen Moment auf die beiden und hoffen, dass es ganz schnell geht und dass wir dann nach Martinique fahren können. We just take it, there's no reason we should waste it. Oh, oh, oh. There's no mistaking when the sunlight's calling. Ready now for all that's coming. Gerade von einem Mechaniker zum nächsten, beziehungsweise versuchen wir welche zu finden. Also wir haben jetzt erst hier in Le Marine einklariert. Dazu muss man einfach ins Office gehen. Das ist ja im Marina-Gebäude und an den Computer sich einfach anmelden, ausdrucken und 5 Euro bezahlen und alles ist gut. Ja, jetzt sind wir noch zum Segelmacher, der repariert unser Segel. Das bringen wir morgen hin. Und das Ersatzteil für unser Rig wurde heute aus Holland geschickt. Das heißt, es geht direkt da ins Marina-Büro. Wir hoffen, dass das schnellstmöglich da ist, also eine Woche nur dauert. Für unseren Generator haben wir auch jemanden gefunden. Sieht also ganz gut aus. Hey, that the electric power not correct. Okay. And in the 220 is not good. No. Think we got it.
irgendwie per Paddel und Muskelpower von Sven haben wir jetzt gerade das Segel an Land gebracht. Und jetzt bringen wir jetzt mit dem Korn zu Norfsail, damit die das alles reparieren können und damit wir hier schnellstmöglich weg können und dann hoffentlich ganz bald wieder segeln können. Weihnachtsvorbereitungen laufen heute auf vollen Touren. Erstes Probeessen. Dazu mache ich Rotkraut, selbstgemacht, ganz einfach. Rotkraut kaufen, klein schneiden und in Scheiben abschneiden. Dann habe ich heute ausnahmsweise mal im Supermarkt Barberienkeule gesehen. Einfach auftauen lassen, Wurzelgemüse dazu, Wasser drauf, in den Ofen rein. Ich sag mal bei ganz weniger Hitze, 80 Grad, 4-5 Stunden. Unten die Soße rausnehmen, abkochen und dann nochmal grillen und es ist fertig. Wir machen das aber langsam. Morgen am Sonntag wird das erste Probe gegessen. Insoweit wird das Rotkraut heute schön geschnitten mit bisschen Rotwein und bisschen Balsamico-Essig eingedrückt, dass es schön zieht. Und morgen wird es dann gekocht, dass es dann am Sonntag fertig ist. Und es gibt natürlich Thüringer Klöße dazu am Sonntag. Aber die dauern noch ein bisschen. Kartoffeln haben wir gekauft. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Und so kommt sie angezuckert. Nee, nochmal neu anfahren, weil das. Du bist völlig falsch. Der Anfahrweiser. Neutral musst du stellen, wenn du dann ausstellst.